Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Zelda. Und wir haben ja den Feuertempel, den Erdtempel sozusagen abgeschlossen und haben die Steintafel bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt ja nochmal auf den Weg machen, hoch zum... Kann ich da die Glocke klingeln? Ja, muss wahrscheinlich... Warte mal. Lass mich mal ausprobieren. Ach Quatsch! Okay, das wusste ich nicht. Lass mal hingehen. Okay, einmal hoch. Also ich wollte eigentlich gerade die Steintafel hinbringen zur Göttin, damit wir eine dritte Lichtsäule öffnen können. Fürs dritte Land sozusagen. Aber das hier ist auch interessant. Was gibt es hier? Aha! Das ist Terry! Den kennt man ja auch von Breath of the Wild. Es ist selten, dass jemand den anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was Ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ah, eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen. Okay, also wir gucken mal. Was ist das denn hier mit der Tasche? Oh, mit dieser Zusatztasche können Sie ein Item mehr bei sich tragen. Damit werden Ihre Reisen um ein Vielfaches einfacher. Oh, es kostet 300. Wir warten mal kurz ab. Kann ich andere Sachen gucken? Hm, was ist das denn für ein Herz? Das hier ist ein Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet Ihre Wirkung schon, wenn Sie sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie bewirkt. Haha, probieren Sie es einfach aus. Geben Sie ihn für 800 Rubine. So viel können wir gar nicht in unseren Beutel bekommen. Was ist das für eine? Ein größerer Beutel von Rubine. Hm. Eigentlich wäre es ganz cool, das zu haben. Warum nicht? Nimm mal mit. Wer weiß, ob wir das nicht nochmal brauchen. So, jetzt können wir noch mehr tragen. Oh. Aber warte mal, vielleicht hast du ja noch was, was wir brauchen können. Und zwar das Ding hier. Oh, sie ist interessant für Schmetterlingsnetz. Damit können sie Insekten einfangen. Das macht Spaß und ist zudem auch sehr nützlich. Könnt ihr ruhig jetzt noch. Das ist okay. Nehme ich. Okay, das Schmetterlingsnetz haben wir. Jetzt wäre es natürlich cool. Die Tasche, da brauchen wir 300 für. Das heißt, wir können uns noch was suchen und dann. Ja, das machen wir einfach. Aber jetzt nicht, aber. Holen wir auf jeden Fall auch noch. Hm? Mal hoch. Komm mal hier. Nee, nee, bleib oben. Kann ich okay. Gut, aber jetzt gehen wir jetzt mal hoch zur Göttin und bringen die Steintafel hin, damit wir auch wissen, wie es danach weitergeht. Ne? So. Können wir die Glocke da oben auch läuten eigentlich? Da sieht er was, was ich das mache? Ich probiere es mal. Oh, dann müssen wir dich ran vielleicht. Okay, ist natürlich schade, dass nur ein Ding rauskommt. Aber warte mal. Man weiß ja nie. Na okay. Der kommt aber nicht raus. So, ab zur göttlichen Statue. Laufen! Ja, danke. Und weiter. So, ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Ranel, sagt sie, ja? Ist ja gar nicht mal so weit weg. Ja. Guck mal, es fehlt auch noch. Ich glaube, es ist die letzte Platte oder kommt noch eine Platte? Wir suchen, guck mal. Ne, ist die letzte, okay. Na, wo geht's hin? Gebieter, ich stelle fest, dass sich in südwestlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Okay. Do it!
Do it, Link, do it. So, mal gucken. Kann auch sein, dass wir jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Für den Dämon können wir ja auch noch was finden. Das heißt, es gibt hier bestimmt noch Aufgaben, die wir machen können, lösen können. Mal gucken wir mal. Erstmal rennen wir weiter. Wow, wie immer ein neues Schild. Dafür brauchen wir aber auch ein paar Münzen, ne? Wir haben nämlich kaum Münzen. Münzen, sag ich schon. Na, wie heißt das? Rubine! Obwohl, wir können vielleicht nochmal ein Schild kaufen hier bei ihm. Aber wir haben ja eigentlich kein Schild mehr und unterwegs wäre so ein Schild ganz praktisch. So, was wollt ihr denn für das Eisenschild haben? Wir kaufen das mal. Hätte man natürlich das andere besser benutzen können, aber jetzt haben wir das eins. So. Bomben kaufen wir nicht, das ist Quatsch. Trinken kaufen wir jetzt auch nicht. Wahrsage brauchen wir auch nicht hingehen. Aber er kann ja noch irgendwas machen hier. Vielleicht kann er irgendwas verstärken bei uns. Also, was ist das denn? Aber nichts. Was damit? Da fehlt uns noch Finsterhalbmond, okay. Da fehlt uns die Monsterklaue. Und die Tasche. Dann brauchen wir auch Monsterklaue, okay. Macht nichts. Ich wollte nur testen. So. Dann lass uns mal auf den Weg machen. Lass uns doch mal auf dem Weg nach Ranel machen. So, da unten können wir runterspringen. Das machen wir dann auch, ne? Ah, vielleicht können wir noch kurz mit denen reden hier. Was wollen die denn? Hey, Schanzen! Warst du schon in Terrys Laden? Ah, du doofer Angeber. Da war ich. Oh. Wo ist sie bloß hin? Na? Oh, was mache ich nur, Was ist denn los? Ach, Schansen, hast du kurz Zeit, mir zuzuhören? Danke. Es ist so, mein Schwesterchen hat einen Ausflug gemacht und ist noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie ist schon zu lange weg, also habe ich sie gesucht, aber keine Spur von ihr. Wenn ihr nur etwas passiert ist, ich mache mir echt Sorgen. Schansen, kannst du vielleicht nach ihr suchen? Sie hat gesagt, diese bunte, runde Insel interessiert sie, also ist sie wohl nach Südwesten geflogen. Ich verlasse mich auf dich, Schansen. Okay, machen wir. Südwesten. Kopf behalten, Südwesten. Ich will gucken, was er da oben ferner ist. Lischen. Hey. Hallo, Schansen. Guck, ich wieder zurück. Du warst es doch, der sie gefunden hat, richtig? Danke. Ich danke dir. Meine Frau und ich sind überglücklich. Ah, okay. Gut, dann lass mal nach Südwesten fliegen. Ja. So. Das hätte ein lockerer Übergang sein können eigentlich, ne? So, gucken, Südwesten. Zu Ende in Südwesten, also wir sind da, Südwesten wäre ja hier, vielleicht meint er das da? Oh, das ist die bunte Insel, glaube ich, oder? Pass auf. Da fliegen wir jetzt hin. Aber warte mal, kann ich den nicht markieren? Nee. Kann ich nicht? Konnte ich mal, ne? Na gut, egal, wir wollen auf jeden Fall dahin fliegen. So muss es ja sein. Ja, wenn er hinten abgesprungen, habe ich gerade gesehen, oder? Genau. Gucken wir mal nach. Bunte, schöne Insel. Was ist denn hier? Achso, ich dachte, man könnte ihn vielleicht angreifen. Kann man gar nicht, okay. Nee, so gut. Oh, wie ist das? Ist die bunte Insel da hinten wahrscheinlich? Oh, ich bin gespannt. Ja. Bin gleich da. Eine Aufgabe uns da erwartet auf der bunten Insel. Ja, da ist sie. Oh, sieht aus wie eine Casino-Insel, was ist das? So.
Oh. Die Insel ist ja wohl gemeint worden, als bunte Insel, oder? Will ich mal reden hier? Hallo. Uiuiuiuiui. Komm nur näher, junger Mann. Du fragst dich bestimmt, was ich hier so treibe. Ja? Genau, das wollte ich hören. Ich möchte diese Insel zu einem Ort machen, an dem die Leute Spaß haben. Soll ich dir den Namen verraten? Ich nenne sie Roulette-Insel. Doch, jetzt dieser Ort soweit ist, gibt es noch einiges zu erledigen. Schau doch später mal vorbei. Okay. Dann ist die Insel nicht gemeint. Hätte gesagt, dass. Also, wer hätte jetzt ja vom Teufel zugehen können, wenn sie nicht gewesen wäre, aber dieses anscheinend nicht. Warte mal. Und die Richtung. Ja, los, lass los. Ach so, ich dachte, ich könnte da direkt. Kann ich nicht? Muss ich hier an irgendein Absprungding abspringen? Oder was? Nein, ich hab dich nicht gerufen. Okay. Wir müssen gucken, wo wir hin müssen. Da hoch vielleicht? Machen wir jetzt einfach mal. Ich wüsste sonst nicht mehr, was gemeint ist. Er sagte die bunte Insel im Südwesten, aber. Okay, schon mal eine Kiste, die können wir mal aufmachen. Aber das wird nicht sein. Du hast die kleine Deko-Tasche erhalten. Hier kannst du 10 weitere Deko. Okay. Das liegt ganz gut. Wie kommen wir da oben rein? Okay. Roulette-Insel. Ich weiß leider nicht, was sie genau meinen hier, ne? Na gut. Die Insel kann es ja nicht sein. Er hat ja Südwesten gesagt. Wenn es hier oben Norden ist, ist das Süden und ist das Westen. Also muss es ja hier drüben irgendwo sein. Kann uns egal sein. Jetzt. Jetzt fliegen wir erstmal weiter nach Ramel, würde ich sagen. So. Kann ich die aufmachen? Kann ich nicht aufmachen? Vielleicht so? Nee. Okay. Können wir die aufmachen? Schade. Die werden wir die Insel beim nächsten Mal suchen. Können wir jetzt gerade nicht. So, ich bin gespannt, was wir hier entdecken. Sandland. Sand ist ja auch nicht verkehrt. Oh. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Wir sind nun in der Ranel-Mine angekommen. Ranel-Mine. Okay. Seit Hunderten von Jahren wird diese Gegend nach und nach zu einer Wüste. Okay, danke schön. Ich schätze, dass Zelda hierher gekommen und bereits vorausgeeilt ist. Gut. Thank you.
wegschicken, das Ding? So, die Orte müssen wir wieder daheim nochmal aufsuchen. Und hier mal jetzt. Oh, passiert da irgendwas? Okay, wir sind mit Diamanten. Ich glaube, da ist vielleicht irgendwas Cooles drin. Ist doch nett. Was ist das? WR-301-Reihe. Diese Roboter scheint so schon sehr lange nicht mehr zu funktionieren. Ich verstehe nicht, was er uns sagen will. Kannst ja gar nichts. Hi. So. Da ist noch ein Roboter. Wollen wir mal kurz mit dem? Okay, auch nichts. Gut, dann gehen wir hier hin und speichern kurz. Perfekt. Oh, ich liebe Loren. Wahrscheinlich, dass wir da hinten hochkommen. Oder? Mal gucken. Kommen wir denn damit hoch? Ja, wahrscheinlich, ne? Gut. Ich könnte hier natürlich eine Bombe hinlegen. Kann man die Steine auch kaputt hauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wollen wir gar nicht probieren? So. Wo kommen wir hin? Da ist noch eine. Ah, komm, warte mal. Oh. Ich hasse diese Dinger. Problem ist, diese Stromdinger sind wirklich sehr nervig. So, aber Rubine müssen wir sammeln, damit wir nachher noch ein paar Sachen kaufen können. Was wir machen können, ist ja gerade rein. Ich kann hier kurz einsammeln hier. So, voll. Und los geht's. Schieben wir auch mal raus. Weiß gar nicht, ob wir den schieben müssen, aber wir machen es einfach mal. Scheint ganz schön schwer zu sein, das Ding. So. Oh, ein Diamant. Oder ein Saphir. Wie war es groß? So, schauen wir mal hier. Okay. Okay, wir werden wahrscheinlich irgendwas finden, womit wir die zu sprechen bekommen können. Erstmal draufhauen, ne? Wenn man irgendwas nicht kennt, erstmal draufhauen. Oh. Ach Quatsch, was ist denn jetzt los? Das ist eine ganz andere Welt, aber die Technologie ist dann auch immer da. Das ist ja cool gemacht. Na komm, Pai, erzähl mir was. Das ist cool gemacht. Warte mal kurz, ich muss kurz mal die Herzen holen. Jetzt kann ich mit denen reden hier. Wo kommst du denn her? Wir sammeln hier die Steine der Zeit. Die tragen wir zu Ranel Steinberg. Die Steine sind gefährlich und nichts für Menschen. Rühr sie nicht an. Ah. An diesem Ort hat sich die Zeit verändert. Als du den blauen Stein getroffen hast, sind wir in der Zeit zurückgewandert. Ich schätze, dass wir uns hier in der Vergangenheit befinden. Okay. Quatsch uns nicht von der Seite an, du stürzt uns von der Arbeit. Okay, freundliche Typen. Hier muss die Lore durch, du sitzt hier auf dem Weg. Okay, da hinten war eine Lore, ne? Jetzt ist die ganze Bahn ja da. Jetzt können wir es wahrscheinlich hier hinschieben, ne? Und vielleicht auch leichter. Oh, hineinklettern, warte mal. Ah, guck mal, wie cool ist das denn? Gehen wir jetzt mal hier rein. Anders kommen wir wahrscheinlich auch gar nicht rein, ne?
Okay, hier ist die Zeit. Hier sind wir in der Zukunft oder was? Beziehungsweise in der Gegenwart. Was ist das? Eine Eonblume blühte bereits in vergangener Zeit im Wunderschirm und soll in dunkelhell leuchten. Okay, sammeln wir ein. Da drüben in einer Zeit war auch noch so eine. Kann ich hier durchlaufen alleine? Nein, kann ich nicht. Na gut. Was ist das hier? Aha. Was ist das? Ist das noch so ein Zeitkristall? Ah, okay, der macht dann das hier frei. Das ist natürlich auch cool. Die Steine der Zeit bewegen uns und unsere Maschinen. Ihre Genie sprengt jede Skala. Mhm. Du interessierst dich für die Steine der Zeit? Dann musst du ins Ranell-Steinwerk. Was ist das hier denn? Kann man da irgendwas reinpacken? Ah, warte mal, vielleicht kann ich eine Bombe reinwerfen. Das ist doch dumm, ich muss das wegwerfen. Nochmal. Mann! Hier drin gelandet jetzt? Nee, ne? Okay, nochmal. Hey, mir doch irgendwie sowas, habe ich mir doch gedacht. Okay. Okay, hier hört die Zeit schon wieder auf. Und hier kommen wieder diese. So. Oh, hier ist Treibsand. Okay. Den habe ich nicht gesehen, den Treibsand. Das ist sehr ärgerlich. Okay. Die Frage, ob man... Stirbt man da einfach direkt oder kann man auch rüberrennen? Ah, okay. Nee, der verbraucht viel zu viel. Der verbraucht viel zu viel, das schaffe ich dann. Das schaffe ich nicht. Okay, also hier können wir noch nicht weiterkommen. Aber hier können wir Bomben reinwerfen, das bringt mir natürlich hier nichts. Das schaffe ich mit der Bombe. Mit der Bombe schaffe ich, ich kann natürlich meine Bombe nehmen. Das Bombe, genau. Achso, warte mal. Nee. Zurück. Ach, Mist. Achso, jetzt ist hier... Okay, müssen wir natürlich hier wieder alles in Gang setzen, um in einen anderen Bereich reinzukommen. Aber ich will noch mal was gucken, was ausprobieren. Kann ich denn vielleicht... Kann ich vielleicht, wenn ich jetzt hier gegen haue? Okay, dann haben die nichts mehr. Jetzt kann ich auch hier durch. Das bringt mich, das Kreis ist ja immer noch da, ne? Ja. Gut, das müssen wir irgendwie anders lösen. Also, wir machen die nochmal an. Dann müssen wir den anderen Weg mal gehen erstmal. Aber das ist eine lustige Idee, muss ich sagen. Wirklich lustig gemacht. Das war's. So, müssen wir den nochmal anmachen hier? Ist der andere auch wieder laufen? Ich muss das Herz hier. Dann hüpfen wir in diese Lore. Und los geht's. Guck, so doof, ne? Kiste? Aufmachen, was kriegen wir da drin? Er zu mir? In letzter Zeit greifen uns komische Kerle an. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Das macht uns fertig. Wo willst du hier arbeiten? Dann nimm deine komische Kappe ab und setz einen Helm auf. Ja, warte mal. Hier muss ja auch noch ein Stein drin sein, oder? Energiekristall? Nee, ist tatsächlich nicht. Also, hier kommen wir jetzt nicht weiter. Nur durch. Können wir hier rausspringen? Nee.
Okay, mit der Lore sind wir da reingefahren. Von da hinten. So, sind wir da reingefahren. Können wir hier noch irgendwas erreichen? Irgendwas anderes? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, dann müssen wir uns das überlegen jetzt. Pumpen wir das mal bei ihm weg da. Also ich will ihn nicht wegbomben, sondern nur die Steine. Okay. Ein bisschen zu viel jetzt. Aber. Dann müssen wir hier nochmal rein. Die Blume nochmal mit. Muss die Lösung dann doch hier drin liegen. Muss ja irgendwo da drin liegen, denn weil was anderes sehe ich gerade nicht. Genau. So, jetzt baut sich das hier auf. Alle Leute kommen. Wir sind ja hier reingekommen, also müssen wir hier theoretisch weiterkommen, aber wir können ja nicht darüber laufen, schaffen wir nicht. Aber vielleicht kann ich. Ah, warte, ich habe. Ach, jetzt weiß ich, warte. Klar. Gar nicht drüber nachgedacht. So, pass auf. Ach, den wollte ich eigentlich nicht nehmen, egal. Aber wenn wir jetzt so machen, ich habe jetzt nur 7 Bomben, aber es müsste reichen. Okay, wird zu weit weg. Muss ich nicht da rangehen. Na los. So. Geht der auch um, ne? So, da auch nochmal vielleicht. Wir natürlich rüberkommen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht gerade eben, war total blöd. Ist was drin? Ah, guck mal. Oh, Diamant. Oh. Oh, ein Herz. Ja, brauchen wir nicht. Kann ich von hier eine Bombe da oben drüben reinwerfen? Ja, tatsächlich. Machen wir kurz. Werfen wir hier auch noch eine Bombe rein. Wer weiß, ob da nicht irgendwas Nützliches noch kommt. Das Gute ist ja bei den eigenen Bomben, die leuchten jeweils nicht. So. Also die blinkt nicht, das heißt, man hat genug Zeit. Ah, guck mal. Ach, guck mal. Ach, guck dir das an. Die habe ich gar nicht gesehen, die Höhle gerade. So, ein kleines Geheimfach. Noch ein Ruby. Das ist gut, dass wir sammeln ordentlich was hier. Ist nichts, dann mal raus. So. Und warten wir. Und lauf. Oh, ich sammle die immer gleich ein. Das ist eigentlich total blöd. Na gut, was willst du dir? Okay, jetzt wird schwierig. Das sind die gleichen, die in der Lava sitzen, bloß als Elektro-Heinz. Okay, müssen wir schon aufpassen. Auch nochmal. Oh, schaffe ich nicht, ne? Von da? Oh nein, muss einen anderen Weg gehen. Okay. Das ist ja ärgerlich. Sau ärgerlich. Naja, kriegen wir trotzdem hin. So, mal gucken. Also. Wir müssen einen anderen Weg finden, ne? Ah, das war dumm. Hier ist eine Sonne. Warum ist hier so viel Licht? Warum war das für irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt kommen wir aber rüber auf jeden Fall.
Aber nur kurz gucken. Also da ist die Truhe da oben. Und da ist so Licht. Irgendwie kann man bestimmt da runterkommen, irgendwie. Irgendeine Art. Nein! Blöde Viecher. So, den schieben wir jetzt mal hier hin. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann natürlich sein, dass der in der Zeit irgendwo hängen bleibt und man den irgendwie schieben muss. So. Okay, beide weg. Ich habe nicht so viele Bomben mehr. Vielleicht finden wir noch irgendwo Bomben, aber ich lege jetzt einfach mal hier in die Mitte. So, was passiert? Okay. Also auf jeden Fall muss hier was passieren auch gleich. Dann finden wir schon auch noch ein paar Bomben, deswegen legen wir hier jetzt auch noch mal hin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier gleich durchkommen. Okay, hier noch nicht, dann muss es hier hinten irgendwo sein. Ach, guck mal, hier können wir Bomben einsammeln. Ich sammle ein und setze sie dann ein gleich. Das ist viel einfacher. Oh, das war dumm. Okay, aber irgendwie. Hier muss ich hinpacken. Also, wir gucken mal. Es muss ja hier irgendwo diesen leuchtenden Dings gleich geben. Das haben wir trotzdem mal ein. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich da hinten. Kann man da hinten irgendwie die Dinger hinschießen? Machen wir einfach mal. Na, warte. Er rollt auf jeden Fall da hinten hin und. Da ist er, okay. Kann ich die jetzt mit einer Bombe wegballern? Geht das auch? Versuchen wir nochmal. Gerade hier hinstellen. Warte mal. Also ich drücke eigentlich auf B. Ich drücke sozusagen. Das ist auch komisch, warte mal. Jetzt. Kann der das auch in Gang setzen? Ja, okay, das geht. Vielleicht geht das? Ah, bis dahin geht's. Okay, perfekt. Für uns. Na klar, kommt man Pflanze. So. Ah, jetzt können wir da durchlaufen. Das ist natürlich gut. Ist es hier auch grün geworden? Ja. Gut, was soll er denn zu mir? Vor kurzem wurde einer meiner Freunde entführt. Man munkelt, dass diese Kerle uns die Energie abzapfen. Wie schrecklich. So, wir gehen erstmal hier rein. Ich kann auch was machen. Mann! Oh, irgendwie. 30 mal oben nehmen. 30 versuchen. Was klappt das denn? Komm mal rein. In die Lore. Oh, da geht's irgendwo ins Blinde. Wir sind in der Wüste Ranel angekommen. Eine große Dürre hat den gesamten Landstrich vollkommen verändert. Oh, sieht echt anders aus, ne? Aber die roten Kerle, nee, das sind Käfer, ne? Wüste Ranel. Ich stelle eine erhöhte Konzentration von gefährlichen Treibsand fest. Das Gefahrenpotenzial steigt um 30%. Ich empfehle, zu drücken, um auf deine Karte die Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Okay. Nein, nicht abbruch.
Ich schätze, dass Zelda hier war. Wie ich bereits sagte, birgt diese Gefahren für dich. Ich empfehle, sie bald zu treffen, um zu erfahren, aus welchem Grund sie nach Elden gereist ist. Ja, das machen wir, wenn wir sie dann finden. Wüste Ranel. Okay, ist auch wieder ein großes Gebiet. Das machen wir auch. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, ciao. Ach ja, wenn ihr wollt, abonniert mich und haut auf die Glocke. Bis dahin, tschüss.